Beim Anlegen der Ohren handelt es sich vornehmlich um eine ästhetische Indikation. Die Patienten wünschen das Verändern letztlich des Winkels der Ohrmuscheln, weil sie vom Kopf absteht. Und Gründe dafür sind oft, dass Kinder zum Beispiel in der Schule gehänselt werden oder eben, dass Leute mit der Form oder dem Winkel der Ohren nicht zufrieden sind. Und das lässt sich sehr gut operativ korrigieren und hat quasi extrem wenig Risiken und führt zu einer sehr großen Zufriedenheit bei den Patienten. Ohren kann man anlegen ab 6 Jahren. Da ist die ohrmuschelige Form weitgehend ausgewachsen. Und man versucht das gerne zu machen, bevor Kinder eingeschult werden, damit sie in der Schule quasi schon nicht mehr gehänselt werden. Hier in Bayern gibt es nochmal eine spezielle Altersgrenze, weil die Krankenkasse das bis zu einem Alter von 12 Jahren bezahlt. Das heißt, es kommen hier häufig auch Kinder zwischen 10 und 11 Jahren nochmal, um sich die Ohren anlegen zu lassen. Und dann wird es aber auch viel von Erwachsenen gemacht, die vielleicht in der Kindheit darunter gelitten haben, aber die Eltern sich nicht für so eine OP entschieden haben. Und die machen das dann aus rein ästhetischen Gründen. Das wird dann von der Krankenkasse auch nicht getragen, sondern müssen das selbst bezahlen und entscheiden sich für diese Formveränderung der äußeren Ohrmuschel. Die Krankenkasse übernimmt bei Kindern häufig die Kosten für die Operation. Das hängt natürlich davon ab, wie stark die Ohren abstehen. Also wenn jetzt jemand, sage ich mal, keinen perfekten Winkel hat, aber nicht wirklich eine Beeinträchtigung durch das Abstehen der Ohren hat, dann übernimmt es die Krankenkasse nicht. Wir machen quasi vor jedem Eingriff eine Kostenanfrage bei der Krankenkasse. Und muss man aber sagen, das wird bei Kindern wirklich sehr häufig übernommen und bei Erwachsenen ausnahmslos nicht übernommen. Bei Methoden, da gibt es sehr viele verschiedene Methoden, wie man Ohren anlegen kann. Ich selbst verwende vornehmlich die Fadentechnik. Bei der Fadentechnik wird letztlich, wenn man sich die Ohrmuschel von vorne betrachtet, die Korrektur der Ohrmuschel durch Fäden durchgeführt. Diese Fäden werden von hinten in die Ohrmuschel eingebracht. Das heißt, man macht hier einen Schnitt an der Ohrmuschelrückseite, stellt den Knorpel dar und kann dann die Veränderungen der Ohrmuschelform durchführen. Und zwar ist es meistens so, dass wenn das obere Drittel der Ohrmuschel absteht, dann ist diese Falte, das ist die Anthelix-Falte, nicht ausgebildet. Also die Leute haben hier, sage ich mal, einen flachen Bereich und keine Falte. Und wenn diese Falte durch Fäden dann neu gebildet wird, kommt der obere Anteil der Ohrmuschel zum Anliegen. Häufig ist dieser Abschnitt des Knorpels zu stark ausgebildet. Das ist der Konchialknorpel. Und der führt dazu, dass die gesamte Ohrmuschel absteht. Und da gibt es dann auch wieder Formen, wo dieser Knorpel sehr, sehr steif ist. Dann muss man auch etwas vom Knorpel resizieren, also den Knorpel schwächen und dann in der Fadentechnik an den Schädel heranbringen. Und wenn der Knorpel nicht so fest ist, dann reicht der Faden alleine aus, um die Ohrmuschel anzupassen an den Schädel. Und der Winkel sollte ungefähr 30 Grad betragen, also zwischen Schädel und Ohrmuschel. Manchmal stehen auch die Ohrläppchen ab. Da wird dann, weil es hier keinen Knorpel mehr gibt, Haut resiziert und wieder verknotet. Und damit kann man auch ein Ohrläppchen korrigieren. Das sind die üblichen Verfahren, die man anwendet. Und technisch gibt es da jetzt noch Möglichkeiten, zum Beispiel, dass eine Art Metallplättchen eingebracht wird. Das ist die Earfold-Methode, die ist im Moment, sage ich mal, neu auf dem Markt. Da gibt es viele Anfragen. Ich persönlich finde, neue Methoden muss man immer etwas aufpassen, ob die sich wirklich durchsetzen und welche Komplikationsraten dabei entstehen. Und da die Fadentechnik sehr gut funktioniert, bin ich da tatsächlich auf der konservativen Seite und wende eben gerne die Methode an, mit der ich seit jetzt 20 Jahren erfolgreich operiere. Und
der einzige wirkliche Nachteil der Fadentechnik ist einfach, es verbleibt lebenslang ein Faden in der Ohrmuschel und hier kann es gelegentlich zu Fadenreaktionen kommen. Das heißt, der Faden kann zum Beispiel hinten durch die Haut durchtreten und dann hat man hier, sage ich mal, wie so eine entzündete Stelle. Ich sag mal, das ist so ein bisschen wie so ein, kann auch ein eitriger Pickel quasi entstehen und dann hat man irgendwann diesen Faden und da muss dann auch mal ein Faden entfernt werden. Und als Worst Case könnte sich dadurch die Ohrmuschelform nochmal verändern. Das ist aber selten der Fall. In der Regel ist es so, dass wenn die Schwellung ganz zurückgeht und der Faden tatsächlich zum Vorschein kommt, durch den Vernarbungsprozess die Ohrmuschelform trotzdem stabil ist. Und deswegen ist es auch tatsächlich die Methode, die am allermeisten durchgeführt wird. Bei Kindern wird die Operation ausnahmslos in Vollnarkose durchgeführt, weil die das natürlich nicht tolerieren, dass man ein örtliches Betäubungsmittel einspritzt. Und so eine Operation dauert so circa 60 bis 75 Minuten für beide Ohren. Und ich würde mal sagen, ab einem Alter von 16 Jahren kann man das sehr gut in örtlicher Betäubung durchführen. Örtliche Betäubung hat einfach den Vorteil, dass sie quasi kein Narkoserisiko haben, dass sie sofort wach sind nach dem Eingriff, dass sie nach Hause selbst noch fahren können, also sie kriegen da keine sedierenden Medikamente und das macht es natürlich unkomplizierter. Deswegen würde ich sagen, bei Erwachsenen mache ich das in 95% der Fälle in örtlicher Betäubung und dann gibt es eben ab und zu mal jemand, der sagt, ich fürchte mich da einfach davor, ich habe Angst vor den Schmerzen, durch das Einspritzen der örtlichen Betäubung. Wenn die Operation zu Ende ist, muss hinten die Hautnaht wieder vernäht werden. Also wir haben die permanenten Fäden, die in der Ohrmuschel verbleiben und wir haben hinten einen Hautfaden, der die Zugangsstelle, also den Hautschnitt, wieder verschließt. Dieser Hautfaden, der muss wieder entfernt werden oder man verwendet resorbierbare Nähte. Wenn der Faden entfernt wird, also nach einer Woche gezogen und von da an darf dann auch schon wieder Wasser ans Ohr, also man sollte eine Woche das Ohr trocken halten, wenn man dann Haare waschen möchte, ist es ganz günstig, wenn man eine Tasse über das Ohr hält beim Duschen und so kann man sich dann auch die Haare waschen. Die ersten 2 Tage nach der Operation hat man einen richtig engen Wickelverband, der verhindert, dass es zu einer Einblutung im Bereich der Ohrmuschel kommt und nach 2 Tagen entferne ich diesen Wickelverband, dann liegen die Ohren ein bisschen platt an, weil die natürlich 2 Tage gewickelt waren. Dann muss man den Patienten vorher sagen, dass sie keinen Schreck kriegen, dass man eine Überkorrektur durchgeführt hat. Und dann, sage ich mal, schon nach ein paar Stunden haben die dann schon ihre endgültige Form, bis auf das ein bisschen Schwellung vorliegt. Und dann kommt ein lockerer Verband für eine Woche drauf. Und nach der Fadenentfernung, eine Woche nach OP, sollte man nachts noch 2 Wochen lang ein Stirnband tragen, was einfach verhindert, dass die Ohrmuschel umknickt, weil die natürlich, wenn man jetzt eigentlich mal eine Stunde das Ohr umknicken würde, so einen Faden auch wieder ausreißen kann und dann ist das operative Ergebnis nicht mehr vorhanden. Und man kann auch schon nach 2 Tagen ein Stirnband tragen, muss gar keinen lockeren Verband tragen, das hängt so ein bisschen von den Vorlieben der Patienten ab. Und was ich immer empfehle, ist, dass man sich so ein Stirnband mit Klettverschluss kauft, das gibt es oft sozusagen im Kosmetikbereich, dann hat man keine Spannung, die man über die Ohren hat, man kann es mit dem Klettverband befestigen und der Vorteil davon ist einfach, dass das viel komfortabler zu tragen ist, als wenn man jetzt einen Verband hat. Wichtig ist einfach, dass das Ohr nicht umknickt in den ersten Tagen nach der OP und dafür ist vornehmlich der Verband bzw. das Stirnband gedacht. Die Fäden halten das Ohr selber in der Form, in der es sein muss, also es geht tatsächlich nur davor, das Ohr zu schützen vor Verletzungen. Typischerweise ist der Eingriff nicht sehr schmerzhaft. Man kann das vergleichen, wie wenn man sich mal in der Küche geschnitten hat und dann spürt man natürlich, dass da ein Schnitt war, aber sonst hat man wenig Schmerzen. In Ausnahmefällen gibt es Patienten, die mehr Schmerzen angeben, also ich sag mal, ich schreibe in der Regel Ibuprofen als Schmerzmedikation auf und viele meiner Patienten nehmen das überhaupt nicht. Und dann kommt es aber auch mal vor, dass jemand darum bittet, dass er ein stärkeres Schmerzmittel bekommt. Also sie sind, sage ich mal, ein bisschen außerhalb ihres Komfortbereichs, aber ich sag mal, wenn sie es nicht stört, dass sie ein Stirnband tragen müssen,
können sie Homeoffice machen, ein Kind kann auch in die Schule gehen, auch Kindergartenbesuch mit Stirnband ist möglich. Was natürlich nicht geht, ist jetzt Schwimmunterricht in der ersten Woche. Da würde ich 2 Wochen sogar drauf verzichten. Aber ansonsten ist es eigentlich ein Eingriff, der sehr wenig Beschwerden verursacht. Wichtig nach der Operation ist natürlich, dass man die ersten paar Tage sich schont, jetzt nicht total rumtobt, obwohl man fairerweise bei Kindern das ja gar nicht vermeiden kann. Und da dieser Eingriff häufig auch bei Kindern durchgeführt wird und wir eigentlich fast nie Probleme mit Blutungen oder Nachblutungen haben, ist das wahrscheinlich auch wieder nur so ein bisschen die chirurgische Vorsicht, dass man da sagt, man soll nicht toben. Es sollte kein Wasser an die Wunde kommen nach OP, obwohl man auch hier sagen muss, dass harte wissenschaftliche Daten, dass das wirklich schädlich ist, gibt es eigentlich gar nicht, weil wenn wir das Ohr reinigen, benutzen wir letztlich auch zwar Desinfektionsmittel, aber man kann das auch mit warmem Wasser reinigen. Also aus meiner Sicht ist entscheidend, das Ohr darf nicht abknicken. Also man darf jetzt nicht hingehen und darf quasi an dem Ohr ziehen. Das wäre, sage ich mal, wirklich fatal, weil ein Knorpel hat natürlich nur eine gewisse Stabilität, so ein Faden, den können Sie ausreißen. Und deswegen muss die ersten Wochen vermieden werden, dass das Ohr umknickt. Deswegen sollte man keinen Sport machen, bei dem das Ohr umknicken kann. Man soll nachts das Stirnband tragen, damit das Ohr nicht umknickt. Und das sind aus meiner Sicht die einzigen Verhaltensmaßregeln, die man wirklich beachten muss. Das häufigste Risiko, das man beobachtet, ist eigentlich eine Fadenreaktion. Also der Nachteil dieser permanenten Fäden ist, dass so ein Faden wieder zum Vorschein kommen kann. Die Haut ist relativ dünn an der Ohrmuschel und man muss letztlich den Faden immer knoten, damit er hält. Und dieser Knoten trägt etwas auf und wenn dann die Schwellung von der Haut langsam zurückgeht, dann kommt es vor, dass so ein Faden zum Vorschein kommt. Man könnte den dann in einer kleinen Operation entfernen, aber man muss das gar nicht. Das heißt, man wartet dann ein bisschen zu. Das kann auch mal sein, dass man ein paar Wochen wartet, bis sich der Faden dann wirklich komplett zum Vorschein bringt. In der Zeit hat man dann, sag ich mal, so ein bisschen eine entzündete Stelle am Ohr und dann kann der Faden entfernt werden. Und in aller Regel verändert sich die Ohrmuschelform dadurch nicht. Das kommt einfach bei einem kleinen Teil der Patienten vor. Und das kann man letztlich nur vermeiden, wenn sie eine andere OP-Methode verwenden würden. Aber die anderen OP-Methoden haben natürlich den Nachteil, dass sie nicht so sicher gewährleisten, dass die Ohrmuschelform nachher passt. Dann in der Theorie natürlich überschießende Narbenbildung. Immer wenn sie wo reinschneiden, kann es auch mal eine zu große Narbe geben. Sag mal, die Komplikationsrate bei dieser Operation ist wirklich sehr, sehr niedrig. Und lebensgefährliche Risiken gibt es überhaupt keine. Bis auf natürlich bei einer Vollnarkose haben Sie theoretisch immer ein Lebensrisiko. Aber wenn Sie es in örtlicher Betäubung machen, dann haben Sie quasi überhaupt keine wirklich gefährlichen Risiken, sondern höchstens Risiken, die die ästhetische Form nachher beeinträchtigen. Die Erfolgsaussichten bei dieser Operation sind sehr, sehr hoch. Durch die Fadentechnik hat man extrem gute Kontrolle darüber, wie die Ohrmuschelform ist. Das heißt, man kann beide Ohren sehr gut aneinander anpassen. Dann kommt zugute, dass man eigentlich nie beide Ohren gleichzeitig anschauen kann. Wir können uns ja immer nur auf einen Punkt fixieren. Das heißt, selbst wenn Sie ganz genau sich die Ohrmuschelform anschauen und es ausmessen würden, dann sozusagen, dann könnte da eine klitzekleine Differenz vorhanden sein. Die stört aber in der Regel nicht. Das heißt, was durch Narbenzug vielleicht bei dem einen Ohr ein bisschen mehr zum Anlegen führt als beim anderen Ohr, spielt nachher keine Rolle, weil wir nicht beide Ohren gleichzeitig anschauen. Dadurch ist eine Revision, also eine erneute Operation, bei diesem Einfluss total selten.